Oh, mir ist das wurscht. Ich sehe, wenn der Zug kommt, wenn die Schranken zugehen. Na, du kannst dich gern mit mir anlegen, Autofahrer, aber ich sag dir gleich, das wird nichts. Dankeschön. Blödmann. Jungs, ich habe einen 40-Tonner, kein Ferrari. Wenn ihr mich ankommen seht und die Spur ist nicht breit genug für beide Fahrzeuge, also BKW und LKW, dann fährt man langsam und lässt den Kollegen mit dem LKW du auch erst einmal, bis die Spur wieder schön breit ist. Ich meine, ich kann mich auch mitten auf die Spur stellen. Wenn da nicht breit genug ist, wird das nichts. Da vorne ist sie einfach. Ja, ihr wisst ja. Meine Fresse, was für Mützen. Rauchen verboten, Warenausgang verlaut und fertig machen, Leergut, volle Betrieb befahren, des Betriebsgeländes unbedingt vorher an der Telefonsäule melden, betreten und befahren des Geländes ohne Autorisierung ist untersagt, Rauchverbot, bla bla, betreten der Produktion und Logistik, bla bla, nur noch Genehmigung. So, mein Moin. Nee, nicht ganz. Wir sind fertig geladen und 4 Stunden Fahrzeit, 22.24 Uhr ist Ankunft, wenn wir jetzt losfahren würden, bis Münde, schaffen wir aber nicht. Schaffen wir nicht. Der Fahrzeug nicht. Und ich habe was bekommen. Eine? Ich verrate nicht, wie viele. Sagen wir es mal so, zweistelliger Betrag. Ja, ich war hier schon mal zum Laden. Keine Wendemöglichkeit für LKWs. Das sind mich ja nicht auch gar nicht. Ich will ja nicht weg. Ich will hier rausfahren.
Ja, ja. Das kommt also Lech. Nachdem ist frei, beziehungsweise der wollte nicht da reingelassen. Bitte schön. Ich habe es bekommen, weil ich warten musste während der Beladung. Zeit hat einer Leergut im Hof verteilt und die Flaschen, er hat die Flaschen alle bisher zerteppert, die Leergutflaschen, Glas. Ja, wenn man im Stapler ein wenig komisch aufkommt, dann passiert ja schon mal, dass die Palette umfällt mit Leergut, Mineralwasserflaschen. Das passiert, das ist kein Weinbruch. Ist nur Leergut gewesen. Aber nicht über die B96 los, ey. Alter Schwede, bleib auf deiner Spur, nicht auf meiner. Ich fahre nicht wegen dir und 24 Tonnen und meinen 24 Tonnen in Graben. Erste wird jetzt überholen natürlich. Bus überholt mich jetzt. Sprinter.
um es genau zu sagen. Hermes, der kann es kaum abwarten, vorbeizuziehen. Alter, das ist ein uralt Citroën. Das ist ein Oldtimer. Das ist ein feines Auto. Das ist noch ein richtig geiles Auto. Da kannst du die Citroën von heute dagegen wegwerfen. Das ist noch richtige Wert dabei. Darum fährt es auch heute noch. Nicht so wie diese computergesteuerten Schrotthaufen. Bordcomputer ist ja alles schon gut. Sieht man hier, ne? Wenn da der Tempomat, das ganze Tralala. Ist kein Problem. Aber der LKW hier, der ist ja noch nicht. So eine richtige Pfanne hatte der ja, glaube ich, weiß es nicht. Also so eine richtige Pfanne haben wir noch nicht gemacht mit der Mühle hier. Toi, toi, toi. Die letzte Woche, ich habe nichts gesagt, mein Name ist Hase. Hier kommen wir aber auch nicht Richtung Autobahn. Ne? Neue Rupin, 28 Kilometer. Heißt das jetzt, wir fahren jetzt 28 Kilometer in der Pampas rum. Bis Neuruppin und dann fahren wir hier Landstraße, nächste 50 Kilometer in die andere Richtung. Sie haben ihn in der Hand. Lassen Sie los oder spielen mit. Nein! Großmutz? Was Mutz, das Mutz. Kreisverkehr, erste Abfahrt rechts. Klar, wenn ich sage erste, ist immer rechts. Geradeaus und links. Ja. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, die Kreisverkehr in Deutschland, auf der Landstraße zum Beispiel, jetzt hier auf dem Land, die sind etwas beschissen. Ganz ehrlich. Wenn ich die in Frankreich sehe, oder noch in Erinnerung habe, da konntest du auf der Landstraße konntest du durchziehen. Im einen der Mitte war gar nichts, da war betoniert, Steine, geteert, da konntest du drüber fahren. Bei uns, da ist in der Mitte ein grüner Kern, gepflanzt. Nee, also mal ganz ehrlich, da kann ich doch verzichten. Da musst du ja immer Slalom fahren mit dem LKW. Nee. Also mal ganz ehrlich, auf der Landstraße draußen, das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Sonntags gleich. Über die Politiker erziehen, aber das meiste habe ich gesagt. Und ja, das war es eigentlich. Hartz IV rückgängig machen, geht nicht. Den Euro rückgängig machen, geht nicht. Hat der Kollege auch schon gesagt vorhin. Den Euro rückgängig machen, geht nicht. Weil den mittlerweile fast alle haben. Also muss jeder wieder zurück zu seiner alten Währung. Nee, das funktioniert nicht. Und ein Zwei-Währungssystem kriegen wir nicht hin. Euro-D-Mark, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Da sagen die Polen, wir möchten unseren Zloty wieder haben. Dann haben wir Zloty, D-Mark und Euro. Dann sagen die Griechen, ja, wir wollen auch unser Geld zurückhaben. Unsere alte Währung. Falls sie in der Show.
oder falls Sie noch nicht auf, oder schon den Euro haben. Schon. Haben die Griechen eigentlich schon den Euro? Ich weiß es nicht. Oder die Tschechen oder die, was da geier nicht alles, ey. Das funktioniert nicht. Kitas, Kindergarten. Kann dann nicht die Oma machen? Nein, das kann nicht die Oma machen. Die Oma ist alt, senil und hat einen Dachschaden. Bei der regnet sie ins Dach. Da muss der Handwerker demnächst kommen, zum Beispiel. Die kann sich nicht um alles kümmern. Zum Beispiel. Funktioniert aber auch nicht. Brauchen wir Geld für. Haben wir nicht. Steuern senken. Geht nicht. Wie denn? Ja, Steuern senken könnten wir schon, klar. Aber was willst du denn da senken?